Doch, sie ist eine muslimische Frau, die unglaublich hübsch ist und sagt, das ist die Frau meines Lebens. Und der Leid ist immer so, dass beide versuchen, den anderen zu konvertieren. Natürlich. Und das, weil kommt so unsere Reihe mit der Was ich mit dieser Szene vermitteln wollte, bevor du über Namen etwas erfahren hast, sind wir bleiben. Aber mit Namen bekommst du schon ein bisschen vor, ein bisschen aus, ein bisschen hinten und ein bisschen das. Und es wäre wirklich schön, dass wir vielleicht Nummer haben, nicht Namen, weil diese Religionen haben diese Namen ausgenutzt, dass du gestempelt bist. Dann gehst du zu diese oder diese Seite oder dieser Seite. So hat eine Orthodoxe. Nee, andersrum. Nein, durch dieses Lied. Weil du hast gesagt, ich muss erzählen, was ich singe. Ich erzähle. Das ist ja Liebe von einer Orthodoxe gegenüber einer Muslime, die heißt Emina. Und diese Emina hat solche Frau, hatte bei orthodoxischer Frau, bei Tanz, bei Disco oder so, hat nie gesehen. Und sagt er also, das ist die Frau meines Lebens und sie erzählt so, was wir sowieso Männer Schleimer sind, was wir liebe Frauen erzählen, alles hübsch, alles unter Himmel und so weiter. Und sie sagt ihm nur praktisch ganz klar demokratisch und geht eigene Wege. Und das ist diese Lied Emina. Sinoć, kad se vraća, sta topla tamo. Deswegen arabische Elemente, weil das ist der muslimische Frau. Er macht mit dieses Lied wieder Lieder zu dieser, die orthodoxe, zu einer arabischen Frau. Samo me je jedno
zwar oder wie Wohin ich führe
loslassen kannst. Oh, Jesus, lassen kann, oh, Jesus, lassen kann. Es kann in einer Kappe, und Rieci do Rieci, od kafane do kafane, ale znam put ga vodim, gdje ću ga ostaviti, a ne znam kud ga vodim. Bojim i svi, utikva jesni, nicht in meinem Geburtstag, wo wir wie Familie und viele 60.000 Menschen vertrieben waren. Und dieses Lied stammt von einem Jungen, 13-jährigen Jungs, der Flüchtling in Slowenien war, hatte diesen Text geschrieben. Und in diesem Text, was mir besonders, was mir getan hat, der spielt überhaupt nicht
keinen Hass gegenüber diesen Menschen, die ihn vertrieben haben, sondern er träumt, dass er über Nacht schleicht durch diese kleine Straße in dieser Stadt und vor jedem Haus pflanzt er eine Linie. Also praktisch, was Imogen von John Lennon sagt, also es herrscht überhaupt nicht keine Blutrache oder Hass oder Angst, sondern nur die Liebe und Versuch zu überweisen, dass uns auch diese Lilien, diese Blumen, diese etwas, was schön ist, retten kann. Dieses Lied, Janisantum, ist Bundespreisträger 1997 in Berlin ausgewählt. Da war ein Wettbewerb von 2500 junge Musiker. Und dieses mein Lied, die ich im Spielhalle gemacht habe, habe ich das an meinem Konzert auch erzählt, wurde mit einer überaus CGS-Verstand gesungen und vorgespielt und wurde Bundespreisträger genannt. Ich werde das noch einmal wiederholen, weil dieses Lied ist wirklich etwas, was für 1997 praktisch auch in Deutschland etwas gezeigt hat, dass ein Lied auf meine Sprache, auf Bundesebene, Bundespreisträger geworden ist. Das heißt auch, was von Deutsche alles geworden ist, und ich bin stolz, dass ich mit diesen Menschen auch leben darf. Und deswegen ist dieses Lied so wichtig. Wenn ich sage, Janisantum, ich bin nicht da. In den Nehmen, um ohne Grado, so sei beharrt. In den Schietutsche, Ruke Nehmen, noću kroz svaki soka tiho provuče zakači po jedan idem na veru i posadi stablo pored svake kuće ja Du hast alles gehabt und du hast dann zu hören. Und Gott sei Dank, dass etwas nicht geschehen ist. Ich habe immer gesagt, alles versuchen, aber kein Glück. Bitte, alles versuchen. Das bitte. Wir sind nur jetzt der Mittler von vielen. Thank you.
getroffen, ne? Ich schon einen Tag vorher, Kopfhochtrang auf. Habe ich damals am 25.08. und der hat am 26. Geburtstag einen Tag vorher vorgetragen. Und hat diesen Typ auf dem Geburtstag den Menschen in die Hand gelegt am Kopfhochtrang. Und das in Anführungszeichen. Und ich habe uns das gegeben. Und ich habe geschrieben, im Glauben vieler Menschen ist Krishna mehr ein anderer Ausdruck Gottes, wie zum ebenso was Shiva. Wir Menschen sind Ausdruck des unverbindlichen Gottes in den Formen, wie in jeder Mensch gerade lebt. Was viele Gott nennen, ruft sich durch uns Menschen hinein aus, was für uns Menschen wahr ist und sein wird. Jeder Mensch kann Formen Gottes annehmen oder ablehnen. Und das gleichzeitig verfehlt alle Formen, auch negative. Natürlich in der zweiten Frage war, zu der oder den gegebenen Formen ja oder nein zu sagen. Oder allein die Formen frei zu wählen. Bist du frei genug und hast das nötige Wissen? Wenn du das selber willst, dann kannst du nach mehr oder weniger zu sein. Und du lebst in Freiheit im Paradies auf Erden. Bitte bau diesen Tür an und öffnest du die damit verbundene Tür. Dann wirst du den Druck der rechten Hand Krishnas an deinem rechten Bauch spüren. Stark machen, wie du diesen Türgriff anfasst. Öffnest du die Tür, die zu einem Ort der Ruhe und Besinnung führen soll, äußere dich innerlich in den vorigen Satz. Lege oder setze dich dort hin und lass bitte deine rechten und guten Gedanken in dir wirken und auch für liebliche, sanfte und schöne Musik in dir wirken. Ich denke, du schaffst damit etwas später die Rakete, die ich berührst in der Welt. Es gibt aber auch traurige, wilde, nervische, zornige, fröhliche, schnelle, langweilige und noch viel mehr auch Arten der Musik und nicht nur deine. Du bist so dann eine Zeit lang wie Krishna. Hältst du deine linke Hand locker aufgelegt auf den Daumen, die rechte auch, Flöte fest. Alle 10 Finger dann einfach hin in die Flöte öffnen und schließen, um die Töne mit zu erzeugen, die du und andere hören. Aber ohne deine Hilfe, wie stark oder schnell, sanft und oder langsam, oder wenn etwas wird, geht nichts. Bist du auch lang oder kurz, hineinbläst, um unser aller Realität zu gewähren, der Realität, die Welt heißt und ist. Ein langer Atem ist gut, um die Töne ohne Unterbrechung aneinander zu fahren und damit die Musik zu lassen. Aber die kleine Unterbrechung kann ich selbst nicht nur ausgesucht, Musikstück zu machen. Das weitergehen kann, ist diese Pause eine Unweigerlichkeit vom Körper. Aber sie sollte es auch für den Geist. Also, öffne mit dem Türgriff die Tür auf diesen Pausenraum. Dafür, dir einen kleinen und breiten körperlichen Atem holen, für ein und der von dir gewählten lebendigen Musikstück zu nehmen. Welches deiner Kompositionen oder die Stücke du auf deren Spiel Priorität hat, mit deiner lebendigen Musik, ist dein Jahr. Auch welche Musik, wie lange du was spielst oder auch abbrichst, ist dein Jahr oder dein Mann. Die Komposition, einer ganz recht gefallen und die du nicht spielen willst, auch deren Instrumente, bring ihn dafür in den Ball, oder auch nicht. An sich gewollt und angenommen. Deine selbst geschaffene Musikwelt wird dir gefangen, aber es ist eine Option, deine oder eine andere mit Misstönen wandeln, für dich zum Besseren, denn das kann der Geist eines Menschen nur wirken, manchmal nur selbst mit Taten. Gedanken, Träume und Worte. Gut, Ding bewahren. Aber es ist recht, zwar am rechten Ort zu sein. Und das wollte ich manchmal auch körperlich zu tun. Und zwar im Moment. Das ist unerlässlich. Eine Priorität zu haben, wann was? Schaffst du es alleine nicht? Einen an guten Komponisten, für eins deiner lebendigen Musikstücke, die du ohne anbieten kannst und oder willst, zu verbessern ist. Ob und was du änderst, ist deine eigene letztendliche Entscheidung. Doch eins, der Traumraum, der hinter der Tür mit dem Küchentür ist, sollte nicht verschlossen sein, wie dein Geist. Wenn du deinen Ruf aus, genügt ein Schritt in die Tür. Bis die Traum.